Bitcoin und Ethereum kommen derzeit einfach nicht vom Fleck. Und der Altcoin-Markt, ja, der blutet sogar und sogar richtig. Kommt jetzt bald die absolute Mega-Rallye in Bitcoin und Ethereum oder erleben wir einen weiteren massiven Ausverkauf, so wie sich das die wenigsten Menschen da draußen aktuell noch vorstellen können? Seit März 2024 korrigiert der gesamte Kryptomarkt mittlerweile vor sich hin und die Anzeichen, dass jetzt, genau jetzt, eine sehr starke Marktbewegung bevorsteht, nach oben oder nach unten, die verdeuten sich jeden Tag mehr und mehr. Im heutigen Marktupdate werden wir euch jetzt ganz genau zeigen, ob Bitcoin wirklich über 200.000, vielleicht sogar 300.000 Dollar dieses Jahr noch erreichen kann und wie wir aktuell den aktuellen Marktlage bewerten und wo wir die großen Chancen sehen. Mein Name ist übrigens Deutsch Benjamin. Mein Name ist Hannes Hartnagel und Benjamin, ich hoffe mal, dass die große Kursbewegung definitiv nach oben geht. Ansonsten sitze ich noch länger mit meiner Kappe da und ich hoffe, dass ich 2024 endlich meine Kappe ablegen kann. In dem Fall geben wir auch heute natürlich auch Info darüber, wie wir selber positioniert sind. Benjamin, spannendes Video, sehr spannendes Thema. Am besten gleich los damit. Ja, bevor wir loslegen, habt ihr den Kanal abonniert? Wenn nicht, abonniert jetzt sofort den YouTube-Kanal, gebt uns einen Daumen nach oben, weil jetzt geht's, wie gesagt, richtig ab. Wir schauen heute ganz tief in den Kryptomarkt hinein. Wir haben viele Graphen für euch vorbereitet. Wir werden ganz viele Dinge und Szenarien ansprechen, wie wir Bitcoin und Ethereum aktuell sehen. Und wie gesagt, Hannes, du hast schon erwähnt, legen wir hier sofort los. Also, die US-Aktienmärkte, ja, die ganz im Gegenteil von Bitcoin und Ethereum, die jagen aktuell von Allzeithoch, zum nächsten und zum nächsten. Und aber eben, Bitcoin, Ethereum und Altcoins, die kommen, wie gesagt, nicht vom Fleck. Ein ganz großes Warnsignal für den Kryptomarkt. Oder wie gesagt, stehen wir jetzt kurz vor einem Mega-Ausbruch und Krypto, Bitcoin und Ethereum folgen quasi den Aktienmarkt. Ja, eines darf man nicht vergessen. Bitcoin und Ethereum, so sehr man viele Charts auch anschaut und so viele Theorien wie Nachfrage und Adoption über Bitcoin und Co. man auch diskutiert, Bitcoin und Ethereum ist ein Makro-Asset. Das bedeutet ganz klar, wenn ihr die makroökonomische Lage der Welt versteht, wenn ihr wisst, kommt Liquidität, geht Liquidität, dann wisst ihr eigentlich auch tendenziell, wohin Bitcoin und Ethereum hingehen. Und wir befinden uns aktuell in den USA am absoluten Scheideweg zwischen einer Rezession und zwischen einem Boom. Und die Frage, ob jetzt eben der Megaboom in die Wahlen hineinkommt oder doch der große Crash, das ist noch nicht gelöst. Aber wie gesagt, wir werden auch heute ganz viele Eindrücke und Charts mitgeben, dass ihr eben einfach auch für euch viel besser bewerten könnt, wie es jetzt hier weitergeht. Wenn die Rezession kommt, brauchen wir gar nicht anfangen zu diskutieren, hat Bitcoin keine Chance weiter anzusteigen und wir werden eine massive Korrektur sehen. Wenn aber die US-Wirtschaft jetzt eben wieder vorbeischrammt an der Rezession und wir einen weiteren Aufschwung erleben, dann könnte es für Bitcoin und Ethereum höchstwahrscheinlich sogar diese Woche die Tiefstände gewesen sein. Und da blenden wir jetzt mal eine Grafik rein und zeigen euch, wie sehr Bitcoin und der Konjunkturzyklus miteinander korrelieren. Das ist mehr oder weniger eine Grafik, das heißt, gibt es den Boom in der Wirtschaft? Gibt es mehr Nachfrage in der Wirtschaft? Dann steigt auch Bitcoin, dann steigt die Liquidität und ist das positiv. Wenn aber die Wirtschaft abschwingt und es kommt sogar im Worst Case zu Rezessionen wie 2020, dann knallt es in der Hütte und da wird auch für Bitcoin, wie gesagt, keine Chance existieren, weiter anzusteigen. Die Korrelation, die treibt mir fast schon irgendwo die Angstfalten ins Gesicht. Denn eine Sache muss klar sein, die aktuellen Wirtschaftsdaten in den USA werden immer schlechter und schlechter. Und auch die Angst vor einer Rezession wird im Gegenzug immer größer und größer. Und deswegen kann man sich auch ein paar spannende Graphen jetzt anschauen, wie beispielsweise Bitcoin, Ethereum und der allgemeine Kryptomarkt bewertet ist. Fakt ist auf alle Fälle eine Sache, und zwar alle Kryptowährungen nehmen gerade vom Interesse her wieder ab. Also die aktuellen weltweiten Suchanfragen bei Google etc., wenn man eingibt nach Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und anderen sucht, sind momentan auf demselben Niveau wie 2023 im September. Und die Tendenz ist weiter abnehmend. Also man kann jetzt im Umkehrschluss eines ganz klar feststellen, und zwar, dass man aus dieser Grafik ablesen können, dass wir ganz bestimmt nicht in einem Krypto-Boom momentan sind. Hannes, komplett richtig. Wie gesagt, aktuell eher nicht die Szenarien auf Boom. Zumindest das Sentiment ist alles andere als ein Boom, sondern viel, viel Angst, Hannes. Und auf der anderen Seite steht aber eben die zweitgrößte Kryptowährung und zwar Ether, also Ethereum, wo jetzt eben gerade Ende Mai die Zulassung für den sogenannten Spot Ethereum ETF genehmigt worden ist. Das heißt, es gibt jetzt nicht nur Ethereum Futures, sondern man kann jetzt quasi wie beim Bitcoin ETF auch quasi
wirklich die wahren Coins dort auf der Börse kaufen. Das wird dann eben gelagert über Coinbase, wird das quasi, der Custodian heißt das auf Englisch, wird das dann quasi dort übernommen. Und das bedeutet, dass dann wirklich eben das Angebot an Ether auf dem Markt fällt. Und da blenden wir auch eine Grafik rein, was aktuell das Bloomberg-Team, das Bloomberg-Analyse-Team zu Bitcoin und Ethereum sagt. Und die meinen, dass endgültig jetzt der Ether-ETF, also wirklich, wann wird er gehandelt? Startschuss sollte sein der 2. Juli 2024. Also schon in 2 Wochen sollte der Ether-ETF gehandelt werden. Und das ist eigentlich für den Markt schon extrem wichtig gewesen. Das war ganz eine wichtige Entwicklung, dass der Spot Ether ETF wirklich von der SEC, also der Security Exchange Commission von Gary Gensler, dass es, wie gesagt, genehmigt worden ist, weil dann gibt es jetzt einfach zusätzliche Nachfrage nach der zweitgrößten Kryptowährung und auf der zweitgrößten Kryptowährung gibt es natürlich ganz viele weitere Tokens, die sogenannten Layer 2s, die dann sehr viel zur Nachfrage beitragen. Also ganz, ganz wichtige Entwicklung. Aber wir erwarten, was erwarten wir? Wir erwarten definitiv eine positive Tendenz, was Ether, also Ethereum anbelangt, besonders aber im zweiten Halbjahr 2024. Ether ist jedoch, so wie aber auch Bitcoin, ganz abhängig, ganz extrem abhängig von der makroökonomischen Lage, vom Umfeld, vom Zyklus und kann nur positiv performen, wenn die Weltwirtschaft jetzt wieder, ja, Momentum bekommt, wenn es nach oben geht, wenn eben keine Rezession kommt. Das ist ganz, ganz wichtig und wie gesagt, blenden wir jetzt auch eine Grafik ein, hochaktuell, von Ethereum und ja, diese Woche war der Ausverkauf wirklich extrem in allen Altcoins, besonders Altcoins, aber auch in Ethereum. Aber wir bleiben ganz klar bei unserer Tendenz, bei der Prognose, dass wir davon ausgehen, dass wir relativ bald zügig Allzeithoch in Ethereum sehen sollten und Allzeithochs bedeutet wirklich Kurse über 5000 Dollar. Erwarten wir, dass das das Ende ist? Definitiv nicht. Benjamin, eine Sache muss man ja ganz klar sagen, und zwar in den vergangenen Zyklen hat Ether Bitcoin immer outperformed. Also Ether hat stärker, ist stärker gestiegen als Bitcoin. Und besonders immer im letzten Drittel des Bullenmarktes. 2024 ist Ether aber gegenüber von Bitcoin noch 2, 3, 2,7% im Minus. Und das sollte sich eigentlich spätestens dann, wenn wir in einem echten Bullenmarkt drinnen sind, im dritten Quartal 2024 ändern und dann natürlich Ether ordentlich aufholen, beziehungsweise sogar in Bitcoin danach outperformen. Richtig, da blendet man jetzt auch das Ether-Bitcoin-Ratio ein und man sieht, dass dieser Abwärtstrend schon sehr lange anhält. Also seit dem Merge, wo damals Ethereum vom Proof of Work auf Proof of Stake gewechselt hat, ging es eigentlich nur noch bergab. Aber wir, wie gesagt, gehen davon aus, aufgrund der Zyklen, aufgrund der Liquidität, dass hier Momentum reinkommt und mit dem Spot Ethereum ETF, der jetzt am 2. Juli höchstwahrscheinlich anfängt auch zu handeln, dass da Nachfrage reinkommt, sollte eigentlich die Outperformance gegenüber Bitcoin definitiv besonders im zweiten Halbjahr zunehmen. Also, solange die US-Wirtschaft nicht in eine Rezession abgleitet, das ist das Allerwichtigste, Leute, gehen wir, wie gesagt, davon aus, dass Ethereum weiter dieses Jahr Bitcoin outperformt, wie Hannes es vorher gesagt hat. Und ein erneutes Rausnehmen allerdings dieser Tiefstände, die wir jetzt im Ether-Bitcoin-Ratio in dem Chart gesehen haben, wenn wir da nochmal runterkommen, wie vor dem ETF, wie der Genehmigung, wie die Genehmigungsverfahren war, dann wäre das, wie gesagt, sehr, sehr negativ und dann würde wahrscheinlich auch der Ether-Bullenmarkt ausfallen. Bis dato ist das nicht der Fall, aber wie gesagt, wir wollen euch diese Risikoparameter einfach ja bei den Videos immer mitgeben. Schauen wir uns aber passend dazu auch die aktuelle Bitcoin-Dominanz an. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt zum Thema Altcoins, wo wir diese Woche einen massiven Ausverkauf gesehen haben, wo es richtig bergab gegangen ist, weil die Bitcoin-Dominanz in einem echten Bullenmarkt immer fällt. Das heißt, Bitcoin von der Marktkapitalisierung her sollte abnehmen, oder Hannes? Ganz richtig, Benjamin. Und zwar die Bitcoin-Dominanz hat seit Ende 2022 nur noch angezogen. Also Bitcoin ist immer dominanter geworden und hat damit eigentlich mehr Marktkapitalisierung gewonnen im Gegensatz zu Ether oder anderen Altcoins, den ganzen Altcoin-Markt. Besonders 2024 aber, also mit dem Jahreswechsel, kurz danach, hat der Anstieg etwas nachgelassen, ein Momentum verloren. Die Aufwärtsbewegung hat damit sich massiv verlangsamt. Falls die USA, das ist das große Wenn und Aber, und das ist das große Hauptthema, glaube ich, überhaupt für den ganzen Kryptomarkt. Falls die USA jetzt in eine Rezession reinstürzen oder eben nicht reinstürzen, wenn sie nicht reinstürzen, dann sollte die Bitcoin-Dominanz definitiv abnehmen und dann eben in der zweiten Jahreshälfte die Altcoins, allen voran Ether natürlich, massiv outperformen. Das ist das große Wenn, wo wir hinschauen müssen und jeder, was darauf Antworten haben möchte, unbedingt Video teilen, Kanal abonnieren, Glocke machen und bis zum Ende dranbleiben. Gerne auch unten rein kommentieren, was ihr seht. Kommt Bitcoin, bekommen wir die 300.000 heuer noch oder müssen wir da auf das Ganze auf ein paar Jahre verschieben?
Hannes, verdammt gute Frage. Die meisten werden wahrscheinlich das Ganze mit einem Nein beantworten, weil die Stimmung einfach derzeit wieder so negativ ist. Und wie gesagt, was nehmen wir bis zum jetzigen Teil des Videos schon mit? Ethereum, wie gesagt, bleiben wir hier positiv. Wir erwarten die 5000 Dollar, also Allzeithoch Ethereum, relativ zügig im zweiten Halbjahr, falls eben nicht die Rezession kommt oder falls auch nicht mit Bitcoin das passiert, was wir euch jetzt sagen. Und jetzt kommen wir eben zu Mama Bitcoin und zur aktuell hochspannenden Lage zum Bitcoin. Weil, wie gesagt, wenn Bitcoin nicht boomt, kann kein einziger Altcoin, auch nicht Ethereum, funktionieren. Deswegen müssen wir auf Bitcoin schauen. Das Bitcoin-Halving ist übrigens zum heutigen Tag ganz genau 2 Monate her. Und da, Hannes, passt natürlich perfekt, dass wir uns sofort das Stock-to-Flow-Model anschauen. Chart blenden wir jetzt ein, wo wir eben zum ersten Mal in diesem Stock-to-Flow-Ratio hier die ersten blauen Punkte sehen. Das heißt, das Halving ist vorbei und eigentlich kommen wir jetzt in die heiße Phase. Man sagt immer, nach Halving plus 18 Monate, das ist die heiße Phase, wo es in Krypto richtig zur Sache geht. Und eigentlich ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis wir hier jetzt richtig durch die Decke gehen sollten. Die Ziele nach dem Halving, seht ihr alle hier, sollte irgendwo zwischen 500.000 und 1 Million Dollar sein innerhalb der nächsten 18 Monate. Das klingt sowas von abartig verrückt, aber so ist es nun mal, wenn man an diese Modelle glaubt. Noch nie in der Geschichte allerdings, und jetzt kommen wir wieder zum wichtigen Punkt, zur aktuellen Lage, noch nie in der Geschichte von Bitcoin kam es nach dem Halving zu einem starken Crash. Wenn wir über einen starken Crash sprechen, sagen wir minus 40%, minus 50%. Alle diese Dinge sind noch nicht passiert. Meistens hat der Markt nach dem Halving ein paar Monate seitwärts korrigiert, minus 15, minus 20% und wieder hoch, um anschließend auf neue Allzeithochs anzusteigen. Der aktuelle Bitcoin-Zyklus ist jedoch, wie gesagt, anders als die letzten. Das wissen wir schon, weil wir haben noch nie Allzeithochs vor dem Halving rausgenommen. Das ist dieses Jahr komplett anders. Es ist anders gekommen. Was ändert das aber an unserem Ausblick für Bitcoin, Hannes? Eine Sache muss man ganz klar sagen, Benjamin, wenn man mal früher dran ist, dann kann der ganze Bullenmarkt auch dieses Mal etwas schneller ablaufen und früher enden, als wir es in den letzten Jahren gewohnt sind. Es ist gut möglich, dass der Bitcoin-Zyklus diesmal deutlich kürzer, als wie von den meisten angenommen, abläuft. Der Konsens unter den Bitcoin-Investoren ist, dass der Bullenmarkt 2024 und 2025 andauern wird, also der bekannte Bitcoin-Vierjahreszyklus. Wenn das Ganze jetzt aber etwas schneller vonstatten geht, dann sollten wir uns vielleicht auch darauf einstellen, dass wir die Hochs des das Finale im Krypto-Bullenmarkt, dem Bitcoin-Bullenmarkt, an und für sich vielleicht schon 2024 sehen und 2025 gar nicht mehr ein Krypto-Bullenmarktjahr ist. Ja, Hannes, ganz wichtiger Punkt, den du da angesprochen hast, weil wir sehen, jetzt kommen wir zum Thema Bitcoin und Preisprognosen, wir sehen Bitcoin aktuell an einem ganz wichtigen Schaltpunkt, der dieses Szenario, wie gesagt, untermauern könnte. Und zwar schaffen wir es, direkt nach oben anzusteigen, jetzt im Juli am besten noch, auf neue Allzeithochs, dann wäre das Szenario 2024er Blow-off-Top in Bitcoin, das extreme Kursanstiege dieses Jahr noch nach oben, sehr, sehr wahrscheinlich und auch massiv erhöht. Und da blenden wir jetzt eine Grafik ein und zeigen, ja, etwas, was wir auch immer bei uns in den Wochenupdates zeigen, diese Grafik, die unsere Mitglieder wirklich regelmäßig in den Wochenupdates sehen, seit Bitcoin 15 bis 20.000. Wir haben damals das Tief ganz genau zu FTX richtig erkannt und seitdem, ja, machen wir diesen ganzen Bullenmarkt wieder mit. Aber wir sind, wie gesagt, auch per Analyse, die wir aktuell haben, bei weitem noch nicht an den Tops angekommen. Und wenn wir uns das erste Szenario anschauen, und das ist jetzt das ultimativ wichtige Szenario für dieses Jahr, für 2024, dass die 66.000 Dollar wirklich hält, per Wochenschlussbasis. Das ist das Must-Hold-Level, was eben am Bitcoin, wie gesagt, schützen wird vor weiteren Abverkäufen. Wenn aber, wie gesagt, keine Rezession kommt, und wir sagen es nochmal, wir gehen eigentlich davon aus, dass wir keine Rezession dieses Jahr 2024 sehen, dann würde dieses Szenario wirklich zu einem regelrechten Boom entfachen, besonders eben im zweiten Halbjahr und sogar so einen heftigen Boom, dass sich das die meisten gar nicht vorstellen können. Also wirklich Blow-off-Top, damit meinen wir vertikale Kursbewegungen zum Ende des Jahres. Chart blenden wir auch hier ein. Ihr seht es, wir sind eigentlich aus der Konsolidierung auch schon ausgebrochen. Das 66.000er Level in Rot seht ihr auch hier. Das dürfen wir nicht mehr unterschreiten. Wenn wir da nochmal zurückkommen und eben einbrechen auf Wochenschlussbasis, dann würde einfach so viel Momentum aus dem Markt genommen werden, dass wir mit dem Szenario 2 rechnen müssen. Und das Szenario 2 stellen wir euch jetzt vor. Wenn nämlich Bitcoin nach unten wegbricht, dann ist, wie gesagt, das nächste Ziel gleich mal der tiefe 40.000-Dollar-Bereich, also wirklich um die 40.000 herum. Und in diesem Szenario ist ausschließlich, das ist fast nur erreichbar, wenn die USA in eine komplette Rezession abschlittert, jetzt diesen Sommer noch, gleichzeitig auch der Aktienmarkt stark einbricht, der Dollar stark ansteigt.
Dieses Szenario ist für uns aber eher unwahrscheinlich. Wir wollen hier keine Panik verbreiten, wir wollen nur Szenarien durchbesprechen, wie wahrscheinlich das Ganze ist, wo sind die Marken, das wollen wir auch einfach mitgeben, weil wir wissen, wie nervös viele Anleger aktuell sind. Aber wie gesagt, wir sehen aktuell, falls jetzt eben der Markt auf 40.000 einbrechen sollte, dann würde, wie gesagt, 2025 wieder ganz stark ins Spiel zurückkommen, weil wir einfach dieses Jahr dann höchstwahrscheinlich nicht mehr eine massive Rallye sehen würden, sondern erst dann zeitverzögert 2025. Grafik blenden wir jetzt hier ein. Also, es ist wirklich extrem wichtig, dass wir die 66.000 halten. Sonst gehen wir in eine übergeordnete Welle 4-Korrektur, die ganz leicht in September, Oktober hinein auf 40.000 gehen kann. Gehen wir davon aus, nein, die Wahrscheinlichkeit ist deutlich geringer. Wir gehen davon aus, dass wir weiter ansteigen, dass die Tiefs drin sind und dass wir weiterkommen. Benjamin, das sind alles Dinge, die wir normal in unseren Wochenupdates alle 2 Wochen besprechen, wo wir genau darauf eingehen, was sind die Marken, wo man eben aufpassen muss und wo nicht. Und diese 66.000 sind natürlich bei Bitcoin jetzt eine ganz eine marginale, wichtige Schwelle, die wir nicht mehr unterschreiten sollten. Aber man muss dazu sagen, bei Wochenschluss, und das ist beim Bitcoin nicht der Freitag, sondern der Sonntagabend, Greenwich Time, 0 Uhr, Greenwich Time. Und damit muss man ganz klar sagen, das sollte man im Auge haben. Aber jeder, was Lust hat auf unsere Mitgliedschaft, wo wir genau eben darauf eingehen, wo Bitcoin sich hinentwickelt, kann, was die kritischen Marken sind, aber natürlich auch Gold, Aktienkurse und viele weitere Dinge, wie natürlich auch die Geopolitik besprechen, dass man genau weiß, was derzeit, in welchem Umfeld wir uns befinden, was auf uns zukommt und wie man sich am besten positionieren kann. Unten dabei verlinkt 290 Euro die gesamte Jahresmitgliedschaft mit allen Kursen, Kursmaterial und natürlich den Wochenupdates, alles mit dabei. Und Benjamin, letzte Woche war es soweit. Wir haben ein Alert-Update schießen müssen aufgrund der Entwicklungen, die auf der ganzen Welt von sich gehen. Und damit ist man als Invest-Invest-Mitglied immer nicht nur top informiert, sondern immer eine Nasenlänge voraus, wenn es darum geht, Gewinner des Umbruchs zu sein. Benjamin, und eine Sache muss man ganz klar sagen. Wir stehen in einem Superwahljahr. Die meisten Wahlen sind geschlagen. Im Herbst sehen wir die großen US-Präsidentschaftswahlen. Und dann ist es natürlich schon sehr unwahrscheinlich, dass die Demokratische Partei in den USA die USA jetzt in eine Rezession schlittern lassen, wo doch Donald Trump und die Republikaner in allen Umfragen voraus sind. Also das Ganze würde das dann noch befeuern. In dem Sinne wird man von Seiten der US-Regierung natürlich alles daran setzen, eine Rezession in den USA nicht stattfinden zu lassen. Weitere spannende Indikatoren, wenn man schon über Bitcoin spricht, muss man auch sagen, sind die On-Chain-Metriken. Und das aktuelle Bitcoin-Angebot ist stark im Profit. Also die meisten Menschen, die Bitcoin halten, sind positiv, haben einen Profit und sind nicht im Minus von ihrem Bitcoin-Besitz her. Und immer wenn beispielsweise 95% des aktuellen Bitcoins-Angebot am Markt im Profit war, hat Bitcoin spätestens 12 Monate nachher, also wenn 95% der Menschen, die Bitcoin haben, oder 95% der Bitcoins, die gehalten werden, die am Markt verfügbar sind, positiv sind, also im Plus sind, hat es 12 Monate gedauert, bis der Stop ausgebildet wurde, also bis der Höhepunkt an den Märkten, an den Preisen erreicht war. Das letzte Mal, wo 95% des Bitcoins-Angebots im Profit war, war Anfang März 2024. Und aufgrund dieser Metrik müssen wir jetzt eigentlich genau davon ausgehen, dass wir spätestens März 2025 den Bitcoin-Bullenmarkt abgeschlossen haben werden. Ja, unfassbar, was man eben aus diesen On-Chain-Daten auch rauslesen kann. Und genauso ist es. Es passt, wie gesagt, auch nicht nur On-Chain-mäßig zu dem zusammen, was wir machen, sondern auch zur Liquidität, wo wir auch am Video gemacht haben, was hier oben verlinkt ist vom Marktupdate, wo wir in einem Top irgendwann im ersten Quartal 2025 sehen. Danke, Hannes. Wie gesagt, dieses Szenario wäre besonders dann untermauert, wenn Bitcoin jetzt direkt ausbricht, wie wir gerade vorher besprochen haben, und eben nicht mehr auf die 40.000 korrigiert. Wenn da, also das macht es unwahrscheinlich. Wenn Bitcoin jetzt wirklich auf 40.000 korrigieren sollte, dann ist dieses Szenario natürlich wieder fraglich. Aber wenn wir, wie gesagt, jetzt ausbrechen können nach oben, dann, Hannes, absolut, müssen wir einfach sagen, bis März 25 werden wir das Top sehen. Und es ist eine verdammt wichtige Information, die man da heute mitnehmen kann. Eine weitere On-Chain-Metrik, die wirklich sehenswert ist und die wir heute nicht vorenthalten wollen, ist, wie gesagt, wo wir aktuell im Bitcoin-Zyklus stehen. Und da gibt es, wie gesagt, das sogenannte MVRVZ-Score-Modell. Das klingt super kompliziert, aber wir brechen die Dinge für euch mega einfach runter. Blenden wir diese Grafik einfach mal ein und ganz simpel für euch erklärt, schaut bitte nur auf folgende Dinge. Man kauft Bitcoin, wenn dieses Modell im grünen Bereich ankommt, und man verkauft Bitcoin, wenn das Modell in der Nähe des roten Bereichs ankommt. Wir hatten das Ganze 2015 im grünen Bereich, 2019 im grünen Bereich, Covid 2020 im grünen Bereich und 2022 spät im vierten Quartal auch im grünen Bereich.
Und erst, wenn wir im grünen Bereich ankommen, dann verkauft man erst, wenn wir wieder nahe dem roten Bereich sind. Und zwar, wie man in dieser Grafik eben ganz schön erkennt, sind wir irgendwo mittendrin in der Mitte von diesem Bitcoin-Bullenmarkt. Man kann also sagen, dass wir 50, vielleicht haben wir auch schon 60% bereits hinter uns. Aber Leute, 40 bis 50% stehen noch bereit. Das heißt, die größten Gewinne sind im letzten Drittel in der Regel zu machen. Das heißt, wenn wir ausbrechen auf Allzeithoch, dann sollte es so richtig abgehen und dann sollte der ganze Kryptomarkt eine ganz neue Dynamik bekommen. Zusammenfassend kann man deswegen heute für euch sagen, schafft es Bitcoin, das aktuelle Preisniveau jetzt zu halten und vielleicht sogar im Juli auf neue Allzeithochs auszubrechen, was unsere primäre Erwartung ist, sind, wie gesagt, extreme Preisanstiege dieses Jahr noch möglich und sogar sehr, sehr wahrscheinlich. Wenn aber Bitcoin unter diese Marke bricht, die wir heute erwähnt haben, den 65.000er Bereich, dann ist die Party für 2024 höchstwahrscheinlich abgesagt und man muss ein Zeitfenster bis 2025 ausdehnen, weil eben dann mehr oder weniger eine Rezession ziemlich sicher ist, wovon wir aber primär nicht ausgehen. Egal wie es kommt, der Ausblick für Bitcoin und Ethereum bleibt langfristig bis Ende 2025 zumindest weiter positiv. Ich hoffe, wir konnten mit diesem Video heute etwas Klarheit reinbringen. Viele sind nervös, viele sind unsicher, wie es im Kryptomarkt und generell auf der Welt weitergeht. Deswegen machen wir diese Videos, die Klarheit reinbringen sollen, die Verständnis, Wissen reinbringen soll, aber natürlich auch das Mindset dahinter stärken soll. Deswegen gehen wir Tag für Tag an die Arbeit und sagen, wir wollen gemeinsam mit euch, die die Welt ein Stück weit besser und aufbauen wollen, mit Informationen ausstatten, damit wir gemeinsam das Ganze auch tun können und damit eben dann einen neuen Drall in diese Welt hineinbringen können. In dem Sinne, das Video bitte teilen, Kanal abonnieren, Glocke machen und gerne nach unten rein kommentieren, was eure Erwartungen an den Bullenmarkt sind, an Krypto sind und generell, welche Themen wir für euch aufarbeiten sollen. In dem Sinne, wieder teilen, Kanal abonnieren und Benjamin, die wichtigsten Worte zum Schluss. Eines ist sicher, Hannes, gerade bei Kryptowährungen, Bitcoin und Ethereum dieses Jahr, die Zyklen, die wir heute gesehen haben, die schlafen 2024, vielleicht auch 2025, ganz bestimmt nicht. Und Und Hannes. wir bei Investinvest nutzen gemeinsam mit dir die Chancen in dieser epochalen Zeit. Tschüss, Leute, und bis bald. Danke.